Hallo und willkommen zurück. Ja. Das geht mit dem Kopf durch die Wand. Lernen wir eigentlich auch Wilhelm kennen? Noch nicht. Er soll ja alles in New Haven umgenießt haben, ne? Ja. Kann den Pech. War noch mal ein Stück zurück? Unser Auto ist kaputt. Das fährt doch noch. Jetzt nicht mehr. Großartig. Ja, Michael, ich habe nur noch 10 HP. Nicht großartig. Wo kommt der Warten? Automat, ja. Die S&S-Philosophie Ich hätte gern einen anderen Automaten, wenn es recht ist. Hallo. Nee, ein Erste-Hilfe-Kit werde ich wirklich nicht wollen. Man kommt eh nicht dazu, die Dinger zu aktivieren. Welche Dinger? Die Erste-Hilfe-Kits. Nee, ich meine jetzt gerade Sofortheilung. Ja, aber trotzdem, man kommt eh nicht zu denen da einsetzen. Sofortheilung doch. Warte mal. Ah, ich hatte gerade Sorge, dass wir wieder in die Cave müssen. Obwohl, dann sind wir jetzt auch Level. Haben wir jetzt auch alles Geld. Hallo. Warte mal, man kann da rüber gehen? Ich hab hier eiskalt einfach versucht an der Kante lang zu gehen. Wenn man einfach kurz aus rüberlaufen kann. Michael? Ja? Kompression und Feuer. Thank you.
schlecht. Nicht schlecht. Ich benutze immer noch die legendäre SMG für Level 25. Ich liebe es, wenn ich einfach Schilde ignoriere. Ja, glaube ich gar nicht. Ich schieß mit Feuer auf den Badass-Feuer. Ja. Und habe ihn gekillt. Halt's Maul. Nee. Den Gefallen tue ich dir nicht. Ach, durch mir. Dumm gelaufen, war. Hm. Da will ich jetzt nichts zu sagen. Den Spruch möchte ich jetzt nicht reißen. Fies. Ich glaube, ich weiß sogar, welchen du nicht springen möchtest. Das Thema hatten wir sogar vorhin. Nur eine kurze Frage. Hat es etwas mit jemandem zu tun, der damals sehr viele Kommentare geschrieben hat? Ja. Nicht falls das ist unter der Gürtellinie. Fandest du den jetzt besser oder was? Ich frage mich gerade, was du meinst. Unter der Gürtellinie. Ich kann mir nicht denken, worauf du hinaus möchtest. Nö, nö. Ist okay. Nee, wirklich nicht. Ah, okay. Alles klar. Dann behalte ich es einfach für mich. Noch. Ja, zumindest jetzt gerade just in diesem Augenblick. Oh, eine Toilette. Mit wow. Snapper-Muni drin. Das ist die großartigste Toilette, die beste ich jemals Toilette gesehen ever. Habe. Es ist die Toilette. Nicht das Auto, sondern die Toilette. Hä? Wo kommt jetzt das Auto her? Weil ich gerade an die Werbung gedacht habe. Es ist das Auto. Es ist die Toilette. Hm. Ich kenne die Werbung nicht. Ich weiß gar nicht, für welche Marke das war. Ich hoffe, es war Toyota, dann war es wenigstens. So einen Container finden. Oh. Ich würde gerne die Sniper benutzen, aber die ist hier gerade einfach zu schade. Ach, scheiß drauf. Munition kostet nicht die Welt. Nur im ultimativen Kammerjäger-Modus. Da kostet es die Welt. Hi. Scooter lässt dir ausrichten, er hätte da eine Kleinigkeit, ja, die du für ihn erledigen könntest. Du solltest ihn darauf ansprechen. Warum hast du den Granate geworfen? Ich lasse dich mal in Ruhe. Ich wollte keine Munition verschwenden, dann habe ich eine Granate verschwendet. Achso. Hier brennt's ein bisschen. Stell dir mal vor, das würde in echt gehen. Du würdest so an Leute vorbeibrennen. Ah, fick dich, nicht schon wieder. Finde ich toll. Warum müsste ich meinen? Ach, Matt, das Scooter hatte noch was. Wo ist das Nowhere? Mitte in Nowhere. Ich weiß wo. Schiffe versenken.
Mach's gut. Was willst du? Hui. Ja, so eine Fähigkeit hätte ich gerne in echt. Ich hätte gern Bloodwing auf meiner Seite. Und zwar als Riesen-Badass. Wahrscheinlich in Slack und Korrosion. Feuer und Schock. Slack aber vielleicht nicht, aber dafür Dings. Ohne Sprengstoff. Ja, okay. Vielleicht wenn die Eier sprengstoffmäßig sind. Meinst du Bomber oder was? Ja. Zeit für eine Spritztour. Hi. Hey Michael, da sind Teile hochgeflogen. Da sind Teile hochgeflogen. Michael! Warum einfach machen, wenn es schwer geht? Nein! Da war nur ein Fass! Ja! Ja! Das ist Borderlands 1, da sind die Hitboxen nun mal ein bisschen größer. Bin ich doch. Tschüss. Das ist Middle of Nowhere. Das Rust kommen East, nicht Middle of Nowhere. Ja, aber Middle of Nowhere ist da. Middle of Nowhere ist nämlich. Hier? Wenn du Tennis siehst, sag ihr, dass sie zu mir nach New Haven kommen soll. Woher sie ihre Sachen auch kriegt, ich kann ihr einen besseren Deal machen. Herzlich willkommen in Middle of Nowhere. Hallo! Am schwarzen Tag in the Middle of Nowhere sind neue Missionen geschlagen. Hallo! Am schwarzen Tag in New Haven sind neue Missionen. Willst du mich verarschen? Wieso? Jetzt sagt er gerade, in New Haven sind neue Missionen angeschlagen. Das hat er mir schon mehrfach gesagt. Bei mir jetzt gerade erst. Ups. Michael, wir müssen da hoch. Warte mal. Hier blieb der Boden. Getötet. Boah, 15 HP hat mein Auto noch. Ich hab nicht erwartet, dass es überlebt. Hey Michael, da oben ist eine Waffenkiste. Hm?
Ich muss das Feuer ausmachen. Okay. Ist aus. Okay. Ich lass das Auto kurz nochmal voll regenerieren, bevor wir weiterfahren. Wenn's wieder so ne Dings ist, ja. Ich hab sowas wahrscheinlich aber nicht gedacht mit dem Bosskampf, oder? Wer weiß. Nee, ich möchte nicht schütteln. Ich möchte nicht, noch nicht HP verloren. Nee, im Moment. Nee. Oh, nö. Alles klar, alles safe. Ist das ein Treasure? Gab's hier schon Treasure? Der war unsichtbar. Bin ich frech. Und dann nur die Hälfte der HP abgesunken. Das waren die einfachsten Bosskämpfe ever, ne? Ja. Sogar noch einfach als Gagsiller als Marcy dabei war. Obwohl, na gut, Gagsiller hat der auch nicht wirklich gut gemacht. Ja. Aber da waren wir auch einfach nur unterlevelt bei Gagsiller. Ja, das stimmt. Aber Marcy war überlevelt. Das stimmt. Warte mal, das Gebiet kommt mir hier bekannt vor, glaube ich. Bei 2, oder? Ich glaube schon. Wo die ganzen Treasure sind. Ja. Hier ist die Fabrik von Dingsbums. Hyperion. Stimmt. Gatling-Geschütz. Du liebes Gatling-Geschütz. Hier war überhaupt nichts anhaben können. Weil wir so schwach sind. Hab's weggeknallt. Ja, ich auch. Ich hab das nächste weggeknallt. Tobi, ich hab ein schwebendes Auto gemacht. Mach einen Speedshot! Kann man irgendwie rauszoomen? Ja.
Wunderbar. Psycho. Bereite dich jetzt auf das vor, was vor dir liegt. Ich melde mich bald wieder. War das ein Boss? Nein. Oh, ich schieße einfach auf Minions, sag ich mal. Ja. Was sagt man so schön? Shit happens, oder? Hat er was Gutes drauf? Ich guck mal, aber ich denke eher nicht. Das ist der DLC wahrscheinlich dann schuld. Nö. Obwohl. Ihr habt einen Raketenwerfer gefunden. No, no. Ja, das war's eigentlich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.